Wasser macht jeden Garten besonders interessant. Ein Teich, ein Wasserlauf oder ein Quellstein bringen Abwechslung und zusätzliches Leben in den Garten. Außerdem vergrößert ein Teich den Garten optisch und lockt Tiere an. Vögel können in ihm baden. Frösche, Kröten und Molche finden hier einen neuen Lebensraum. Auch die Pflanzenwelt ist interessant. So zum Beispiel der Kalmus, botanisch als Acorus calamus bezeichnet. Sie ist eine interessante, wuchsfreudige Wasserpflanze, die gerade jetzt im Sommer ihren großen Auftritt hat. Diese Pflanze wächst am Teichrand bis ungefähr 30 cm Wassertiefe und hat aromatisch riechende Rhizome. Mit diesen kriechenden Wurzelstöcken kann sie sich wunderbar ausbreiten. Kalmus wird auch gerne als Repositionspflanze verwendet. Das heißt, er besitzt die Fähigkeit, Wasser zu reinigen. Dies funktioniert deshalb so gut, da er einen hohen Stickstoffbedarf hat und durch diesen Stickstoffentzug das Wasser reinigt. Besonders interessant ist die Sorte Variegatus, denn die aufrecht stehenden Blätter haben schöne cremeweiße Streifen. Der Kalmus ähnelt mit seinen länglichen, schmalen Blättern der heimisch gelbblühenden Iris mit dem botanischen Namen Iris pseudoacorus. Sie wächst wie der Kalmus an den Rändern von Gewässern. Ihr botanischer Name geht somit auch schon auf die Ähnlichkeit mit dem Kalmus zurück, denn Pseudoacorus heißt so viel wie übersetzt falscher Kalmus.